die Grafschaft Kent in England. Hier liegt Chartwell, das Haus von Winston Churchill. Im Zweiten Weltkrieg war Churchill britischer Premierminister. So schrecklich und blutig der Krieg war, erinnerte sich Churchill später, richtig Angst hatte er nur vor einer Sache: den deutschen U-Booten. Schlachten können gewonnen oder verloren gehen, schrieb Churchill. Aber das Überleben unserer Nation entschied die Schlacht um den Atlantik. Es war der erbittertste und längste Kampf in der Marinegeschichte in den Weiten des Ozeans. Als die Schlacht begann, hielt niemand in Großbritannien die U-Boote für gefährlich. 18 Monate später brachten sie die Insel an den Rand der Niederlage. Auf beiden Seiten war die Zahl der Opfer hoch. Zehntausende von Seeleuten ließen ihr Leben. In der Erinnerung bleiben nur ihre Namen. Oktober 1939, kurz vor Mitternacht. Unbemerkt schlich sich ein deutsches U-Boot durch die Sperranlagen von Scapa Flow in Schottland, einer wichtigen Marinebasis der Royal Navy. U-47 erreichte die Liegeplätze der britischen Flotte. Eine außergewöhnliche seemännische Leistung, auch aus der Sicht der Royal Navy. Der Kommandant von U-47 war Günther Prien. Er notierte in seinem Logbuch: Dort liegen zwei Schlachtschiffe vor Anker. Abstand 3000 Meter. Angriff auf die beiden Dicken. Vor ihm lag das 30.000 Tonnen große Schlachtschiff Royal Oak, Flaggschiff des 2. Geschwaders. Von den 1.200 Besatzungsmitgliedern schliefen die meisten. Plötzlich, ohne Alarm, gab es eine riesige Explosion. Das ganze Schiff bebte. Ich sprang aus meiner Hängematte und rief meinen Kameraden zu: Bloß raus. Aber die sagten nur: Reg dich nicht auf. Was zum Kuckuck war das, rätselten wir. Ein Flakgeschütz? Keiner hatte eine Ahnung. Ein Torpedo hatte die Royal Oak nahe der Ankerkette getroffen. Der Kapitän maß der Explosion keine weitere Bedeutung zu und löste deshalb keinen Alarm aus. Zwei von drei Männern hatten noch 12 Minuten zu leben. Nummer 1 los, läuft! Prien schoss noch drei weitere Torpedos ab. Das Schiff sprang geradezu aus dem Wasser. So riesig war die Explosion. Der letzte Torpedo traf die Munitionskammer. Sie explodierte, ein Feuersturm ging durch alle Decks. Ich sah, wie schnell man sterben konnte. Prien vermerkte: Da rollte, knallt, bumst und grummelt es gewaltig. Zunächst Wassersäulen, dann Feuersäulen. Brocken fliegen durch die Luft. Alle Rohre sind leer geschossen. Ich entschließe mich zum Auslaufen. Es war, man muss schon sagen, eine unglaubliche Leistung dieses Prien mit seinem Boot, dass er da mit all den großen, auch navigatorischen Schwierigkeiten in die Bucht von Scapa Flow hineingekommen und wieder herausgekommen ist. Die Royal Oak kenterte. Der größte Teil der Mannschaft war unter Deck, eingeschlossen.
Nur wenige konnten sich retten. Ich stürzte aus großer Höhe ins Wasser. Mir fiel etwas in den Nacken. Verdammt, dachte ich, ich werde vom Schiff verdrückt. So schwamm ich wie noch nie im Leben. 833 Männer starben beim Untergang der Royal Oak. Für Großbritannien war es eine ungeheure Demütigung, denn Scapa Flow galt als uneinnehmbar. War ein Symbol britischer Seeherrschaft. Am 17. Oktober 1939 lief U-47 in Wilhelmshaven ein. Eine willkommene Propaganda für das Nazi-Regime. In der Wochenschau hieß Günter Prien der Stier von Scapa Flow. Prien wurde zu einem nationalen Helden aufgebaut. Und die U-Boot-Waffe war in aller Munde. Die tapfere Besatzung trifft auf Einladung des Führers in Berlin ein. Offiziere und Mannschaft werden von der Berliner Bevölkerung begeistert begrüßt. Zuvor hatte Hitler noch an der Schlagkraft der U-Boote gezweifelt. Jetzt aber wurden die U-Boote im Kampf gegen die übermächtige Royal Navy zum Symbol für militärische Überlegenheit. Der Erfolg weckte bei Hitler große Hoffnungen. Wenn Prien mit 44 Mann ein Schlachtschiff versenken konnte, was war dann mit einer Flotte von U-Booten alles möglich? Priens Unternehmen war von der U-Boot-Führung in Wilhelmshaven präzise vorbereitet worden. Befehlshaber der U-Boote war Karl Dönitz. Unter ihm wurden sie zu einer gefährlichen Waffe. Mit Mannschaften, die sich als Elite fühlten. Ihre Hauptaufgabe, der Kampf gegen Großbritannien. Bei Kriegsausbruch verfügte Dönitz über 57 U-Boote. The task was to find out how to cut the. Unser Auftrag war, den Nachschub für Großbritannien über den Atlantik abzuschneiden, um das Land in die Knie zu zwingen. Liverpool. Vor 60 Jahren waren diese Docks voller Schiffe und Leben. Hier begann der fast 6000 Kilometer lange Weg über den Atlantik. Vor dem Krieg wurden in britischen Häfen jährlich 60 Millionen Tonnen Versorgungsgüter umgeschlagen. Wir von der Handelsmarine wussten, wir waren die Lebensader Großbritanniens. Ohne uns gab es keine Lebensmittel und kein Benzin. Alle waren von uns abhängig, von dem, was wir aus Amerika brachten. 130.000 Seeleute arbeiteten in der Handelsmarine. Sie waren keine Soldaten und dennoch brachten sie die größten Opfer in der Schlacht um den Atlantik. Wir wurden damals den Schiffen zugeteilt. Widerspruch war unmöglich. Man musste auf den zugewiesenen Schiffen anmustern. SS Mars and the dock. You just went down and sign on. Ich kam auf die Beatles. Sie stank nach Zucker und Öl. Es war ein dreckiger alter Kahn. Naja, aber das war unser Job. Wir wussten nicht, ob wir zurückkommen, aber darüber dachten wir auch nie groß nach. Mit Angriffen durch deutsche U-Boote auf die Nachschublinien hatte die mächtige Royal Navy nicht gerechnet. Deshalb musste sie jetzt schnell einen Schutz für die Handelsschiffe organisieren.
Die Admiralität in London stellte sogenannte geschützte Geleitzüge zusammen, die von Kriegsschiffen gegen die U-Boote geschützt wurden. Zunächst wurden die Routen über den Nordatlantik gesichert. Jedes Schiff hatte seinen festen Platz im Konvoi. Die anderen Schiffe liefen daneben oder dahinter. Alles wurde in Liverpool festgelegt, denn von dort ging es los. Der Konvoi war 10 Kilometer breit und 10 Kilometer lang und zählte an die 60 Schiffe. Wir von der Navy überprüften die Identität der Schiffe und ob sie die richtige Position im Konvoi einhielten. Im Schnitt liefen die Schiffe mit 8 Knoten, also etwa 15 Kilometer pro Stunde. Die Navy umkreiste den Konvoi ständig. Einmal hieß es, ihr liegt so weit zurück, braucht ihr Hilfe? Wir antworteten, nein, wir können nicht schneller. Wir laufen schon Höchsttempo. Einige Schiffe waren sehr langsam. Die Beatrice, auf der ich war, machte nur 6 Knoten. Das Wetter war schrecklich. Vielen war kotzübel. Wer konnte, schlief, irgendwo in einer Ecke, völlig durchnässt. Durchnässt wurde auch auf die Wache gegangen. Nach den U-Booten war das Wetter unser schlimmster Feind in der Schlacht um den Atlantik. Vom Mast aus suchten wir so angestrengt nach den Periskopen der U-Boote, dass wir vor Angst erstarrten, wenn sich irgendwas bewegte, was wir für Torpedos hielten. Und doch nur Delfine waren, die durchs Wasser schossen. In den ersten Kriegsmonaten konnten die U-Boote nur von der deutschen Küste aus operieren. Entsprechend lang war daher der Anmarschweg in den Atlantik. Dies reduzierte die Aufenthaltsdauer im Kampfgebiet auf wenige Tage. Unsere Flagge und die Fee auf dem Maste, die verkünden unser freies Maß. Wir wollen ständig Segeleien, was der Englischmann darüber lacht. Die Einsätze endeten, wenn der letzte Torpedo verschossen und der Treibstoff fast zu Ende war. Bis dahin lebten bis zu 50 Mann dicht gedrängt zusammen. So entstand eine enge Kameradschaft und nach den ersten Siegen auch das Bewusstsein, die Elite der deutschen Kriegsmarine zu sein. Da es an Bord keine Uniform und keine Dienstgradabzeichen gab, sondern nur die Overalls, war das also schon auch die äußeren Formen, also ich möchte sagen, nicht unbedingt die militärische Ordnung. Das ganze Boot riecht nach Diesel. Schon weil ja überall die Tanks ja voll waren. Und da tropft immer irgendwo was. There was no comfort aboard a submarine. No comfort. Komfort gab es nicht an Bord. Zwei Mann teilten sich eine Koje. Während der eine 4 Stunden Wache ging, konnte der andere in der Koje schlafen. Danach löste der eine den anderen ab. Die Koje war dann noch warm. The bunk is still hot. Natürlich riecht es nach Schweiß, vor allen Dingen hat ja sich keiner richtig gewaschen. Nicht? Das war ziemlicher Mief manchmal. Dann war erstmal zum großen Teil Langeweile. Das muss man schon sagen. Langeweile, weil ja, da war ja nichts.
Das Boot, das lief auf Position so nach und nach. Und das geht ja nicht von einer Stunde zur anderen, sondern es dauert ja immer eine Zeit. Die Jagd nach den Schiffen hing vom Ausguck ab. Tagelang wurde der leere, eintönige Horizont abgesucht. Wir hatten ja sehr viel Nordatlantik-Stürme abzureiten, die wirklich also toll waren. Schlimmer ging es nicht mehr, weil keiner irgendwie was sehen, zielen, bewegen oder irgendwas machen konnte. Und da gab es dann also Gelegenheiten, wo man dann plötzlich jemanden sah, einen Dampfer sah, einen Einzelfahrer sah, den man also sicherlich sonst bekämpft hätte, aber an dem man gegen parallel fuhr. Und keiner konnte dem anderen was tun und jeder dachte an das eigene Überleben bei der schweren See und nichts geschah. Der beste Schutz für die Konvois war, so unauffällig wie möglich zu bleiben. Bereits die kleinste Unachtsamkeit aber verriet den U-Booten die Position. Es gab sehr undisziplinierte Schiffsbesatzungen, gerade zu Beginn des Krieges. Trotz des Verbots warfen sie Müll über Bord, der den U-Booten zeigte, dass hier Schiffe waren. Und die alten, kohlebefeuerten Dampfer hatten Qualmwolken, die 70 Kilometer weit zu sehen waren. Die U-Boot-Besatzungen freuten sich darüber. In den ersten Kriegsmonaten begleitete ein Kameramann die erfolgreiche Crew von U-99. Ihr Kommandant Otto Kretschmer. Mein Captain Otto Kretschmer was... Mein Kapitän Otto Kretschmer war intelligent, kaltblütig und wusste genau, welches Risiko er eingehen konnte. Es war ein ruhiger Sommertag. Plötzlich wurde die Jersey City getroffen. Dabei hätte man an einem solchen klaren Tag das Periskop des U-Bootes sehen müssen. Wir fuhren einen Kreis, um das U-Boot mit dem Aztec aufzuspüren. Aztec, auch Sonar genannt, war das neue Unterwasserradar der Royal Navy. Kontakt! Das Sonar sendet Schallwellen aus. Treffen Sie ein U-Boot, werden Sie reflektiert. Durch das Echo kann dann die Position des U-Bootes bestimmt werden. Die Royal Navy hielt die Sonarpeilung und die Konvois für eine wirkungsvolle Waffe gegen die U-Boote. Sobald das Aztec uns geortet hatte, hielt der britische Zerstörer auf uns zu. Deutlich hörten wir seine Schrauben. Dann warf er Wasserbomben. Die Wasserbomben waren mit etwa 150 Kilogramm TNT gefüllt. Der Zünder konnte auf unterschiedliche Tiefen eingestellt werden. Explodierte die Bombe 15 Meter vom U-Boot entfernt, gab es starke Zerstörungen. Waren es weniger als 6 Meter, wurde das U-Boot vernichtet. Sobald das Aztec Kontakt hatte, wurden die Jäger zu Gejagten. Die Gleitzerstörer orteten uns sehr schnell und begannen eine an sich sehr zielklare Verfolgung. Sie bewarfen uns mit Wasserbomben, indem sie also jeweils kreuzweise über unsere Tauchstelle hinwegfuhren. Alle Instrumente waren zerstört, die Beleuchtung ausgefallen. Es gab nur Taschenlampenlicht. Wir sackten unglaublich ab. Unbelievable depth. Es war so, dass der Koch seine Gefechtsstation verließ, einen Tauchretter anlegte und mit großen aufgerissenen Augen bei mir an der Zentrale erschien. Ich sagte zu ihm,